Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frühkindliche Bildung ist ein zentraler Baustein unserer Bildungslandschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Und eine nachhaltige Kita-Finanzierung muss sich an dem Dreiklang aus mehr Qualität, mehr Bildungsgerechtigkeit und einem stabilen Finanzierungssystem orientieren. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, Ihr Antrag wird leider keinem dieser drei Ziele gerecht. Sie schreiben in Ihrem Antrag von der chronischen Unterfinanzierung, die viele Träger in finanzielle Not bringt. Das ist sicher richtig, aber was Sie nicht erwähnen in Ihrem Antrag, was aber erwähnenswert wäre, wenn wir überhaupt schon auch bei der historischen Aufarbeitung sind, diese chronische Unterfinanzierung der Kitas ist doch dem Konstruktionsfehler oder den Konstruktionsfehler Ihres Kiebitz geschuldet und durch Ihr Kiebitz und diese Konstruktionsfehler ausgelöst worden. Kollege Melzer hat schon darauf hingewiesen, die rot-grüne Landesregierung hat in zwei Revisionsschritten erhebliche Mehrmittel ins System gegeben, bei der U3-Pauschale, die auch mehr zusätzliches Personal ermöglicht hat, im Bereich der Plus-Kita, um insbesondere den Kindern wirklich Chancen und mehr Bildungsgerechtigkeit zu bringen, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Und wir haben auch die frei werdenden Mittel des Betreuungsgeldes vollumfänglich in die frühkindliche Bildung investiert. Und trotzdem, trotz all dieser Maßnahmen, muss man leider zu dem Schluss kommen, dass das Kiebitz am Ende seiner Reformierbarkeit angelangt ist. Und in der Tat wäre ich jetzt sehr gespannt, ob das, was Sie hier vorgelegt haben, also diese Worthülsen von einer neuen pauschalenbasierten Finanzierungssystem, ob das eigentlich Ihr Versuch ist, in einem völlig vermurksten Gesetz jetzt doch noch eine neue Reformierbarkeit herzustellen, oder ob Sie sich tatsächlich fachlich mit der Diskussion auseinandersetzen wollen und ein wirklich neues Gesetz auf den Weg bringen wollen, was den Bedürfnissen der Kitas, der Erzieherinnen, der Erzieher, der Eltern, die Vereinbarkeit haben Sie ja auch gerade wieder so hochgehängt, auch tatsächlich gerecht wird. Denn auch die Anhörung zu dem Gesetz, was Sie auch in Ihrem Antrag erwähnt haben, dem rot-grünen Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kinderbetreuung, hat ergeben, dass dieses Überbrückungsgesetz, und das ist auch immer nur seine Aufgabe gewesen, ein erster Schritt zur dringend notwendigen Verbesserung der finanziellen Situation der Kitas ist. Und zu Recht wurde in der Anhörung immer wieder darauf hingewiesen, dass man aber nun zeitnah einen zweiten Schritt folgen lassen müsste. Und die Sachverständigen waren sich darüber hinaus darin einig, dass wir eine neue Kita-Finanzierung brauchen, die die finanziellen, pädagogischen, personellen, räumlichen und verwaltungstechnischen Anforderungen auskömmlich berücksichtigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen also keinen erneuten ersten Schritt. Den hatten wir ja bereits. Und wir brauchen auch keine Einmalzahlungen an die Träger. Was wir brauchen, ist aber ein neues Kita-Gesetz. Wir brauchen kein wolkig umschriebenes. Kollege Melzer hat die Fragen ja aufgeworfen, die sich aus unserer Sicht an diesen etwas wolkig formulierten Antrag richten. Wir brauchen kein Rettungsprogramm. Wir brauchen ein Kita-Gesetz, was dem Finanzierungsmurks Ihres Kiebitz endlich ein Ende macht. Und wir stehen damit auch durchaus unter einem gewissen zeitlichen Druck. Denn die Erhöhung der Dynamisierung ist ja begrenzt, aber bis zum Jahr 2018. Und dann brauchen wir eine nachhaltige Finanzierung für die Kitas in NRW. Und wir haben jetzt ja auch schon mehrfach darüber diskutiert. Offenbar haben CDU und FDP die letzten 7 Jahre nicht dazu genutzt, tatsächlich an einem Finanzierungssystem zu arbeiten. Der Antrag macht das deutlich. Aber wir wollen auch nicht in der ersten inhaltlichen Sitzung Sie darauf festnageln, dass Sie das schon fertig mitbringen müssen. Wir sind aber sehr wohl sehr gespannt, wie das aussehen wird. Denn, liebe Kolleginnen von CDU und FDP und lieber Herr Minister Stamm, verschonen Sie uns mit diesem Rettungsprogramm. Machen Sie den notwendigen zweiten Schritt und keinen wiederum ersten Schritt. Und wir gucken mal und hangeln uns irgendwie daran entlang. Entwickeln Sie in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren ein auskömmliches Finanzierungssystem, was eben den von mir erwähnten Dreiklang mehr Qualität, mehr Bildungsgerechtigkeit und endlich ein stabiles Finanzierungssystem orientiert ist und was dem Rechnung trägt. Und wir wollen und werden uns konstruktiv in diesen Prozess einbringen. Und das noch mal mit Verlaub auf Herrn Kamieth, der Opposition ist es ja durchaus erlaubt, eigene Konzepte vorzulegen. Vielen Dank.